Hallo zusammen, weiter geht's hier mit einer neuen Episode von Dark Souls Remastered. Das letzte Mal war ja schon wieder sehr aufregend. Ich musste erstmal wieder ins Spiel finden, aber das geht euch sicherlich genauso. Auf jeden Fall haben wir es am Ende doch noch geschafft, rauszukommen, denn Ziel ist ja noch etwas Menschlichkeit zu bekommen. Wir haben zwar noch welche gefunden am Ende der letzten Folge, durch den komischen Typen, den wir irgendwann mal umgebracht haben. Ist ja schon Ewigkeiten her, aber das Zeug lag dann rum. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, wir gehen noch ein paar Ratten abfarmen. Ich versuche also den Weg zu finden. Aber ich muss erstmal den Typen umbringen. So, komm her, komm her. Alles hier mit der Ordnung. Sehr schön, da ist er schon mal tot. Wir haben jetzt auch wieder 10 Estus-Flakons, denn wir haben ja auch die Feuerhüter-Seele... Sag mal. Bekommen. Beim letzten Mal dann noch. Sehr schön. Alle einfach sterben. Das macht ihr so gut. Das können sie richtig. Ja. Und die Feuerhüterseele hat ja dafür gesorgt, dass jetzt unsere Flakons aufgewertet sind. Die heilen jetzt noch ein bisschen mehr. Das ist super. So, blöde Ratte. Tote Ratte. Schade. Die hat noch nichts gebracht, aber wir wollen ja auch zu anderen Ratten. Oh, einmal hier durch. Schneller, schneller. Okay. Sind wir schon mal hier? Kapuzki. Fühlt man sich fast wie zu Hause, weil ich einfach auch so viele Folgen hier in dem Gebiet verbracht habe. Yo. Duster ist es. Hallo. Oh. Na, erstmal den da. Und dann die anderen. Immer Schritt für Schritt. Die machen ja alle schon wieder Mittagspause. Guckt euch das an. Nur am Chillen. Achso, Moment, das ist falsch. Es ging ja hier irgendwo runter. Nux! Oh, ho, 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 ho. Leute, Leute, Leute. Das war eigentlich nicht der Plan. Aber ich nehme euch gerne mit nach oben. Haben ein bisschen mehr Platz. Jeder kommt ran. Alles okay. Oh. Sehr schön. Einer ist noch. Ja, raste aus, ne? Der war ein bisschen wütend, dass ich seine Freunde umgebracht habe. Moment, so. Mal kurz orientieren. Ja. Mensch, wir sind ja schon da. Suchen wir uns mal kurz den richtigen Weg. Hier gab es immer so scheiß Schleim. Reg dich doch nicht so auf, Freundchen. Siehst du das von mir? Was ist denn der blöde Schleim? Ich glaube, der kommt noch. Da hängt er. Da hinten ist unser Leuchtfeuer. Da wollen wir natürlich auch hin, falls was passiert. Und dann gehen wir noch gemeinsam zu den Ratten. Und wie gesagt, danach farm ich ein bisschen. Das muss ich euch ja nicht zeigen. Sollte ich dabei, warum auch immer, sterben, obwohl ich nicht glaube, dass es passieren wird, werde ich euch das tatsächlich auch berichten. Ich werde es nicht verschweigen. Warum auch? Wow. Stirb, Schleimi. Ach, unser Ausdauer ist wieder eine Katastrophe. So, seid ihr jetzt mal tot? Immer noch nicht? Doch, einer schon mal, zwei... Also, einen hatten wir ja vorhin schon. Endlich. Da hängen noch mehr. Und die haben nicht mal Loot für uns, ne? Wie finde ich denn das?
Immer noch nicht. Wir brauchen echt mehr Ausdauer irgendwann mal. Ich muss auch mal wieder skillen. Ja, geht doch. Alle weg jetzt? Mal gucken. Alle weg. Nur der hier noch. Hui. Sehr schön. Dieses Leuchtfeuer. Da kommen wirklich Heimatgefühle auf. Und ich überlege, level ich jetzt ein bisschen? Wir haben ja eigentlich so viele Seelen und könnten jetzt auch irgendwie... Es würde sogar reichen für einmal. Überlegen, Kondition ist doch hoffentlich das, was ich brauche, damit ich länger schlagen kann. Ich werde einen Blick nach rechts werfen zu Mario. Der sitzt nämlich immer noch hier. Ja, Ausdauer geht nach oben. Wunderbar. Um ganze 2 Punkte. Aber ich will's haben. Her damit. Und wenn ich nur noch Ausdauer skille, ist mir egal. Okay. Auf zum Rattenschlachten. Huch. Aus Versehen die falsche Schultertaste gedrückt. Kann man tun. Muss ich kurz überlegen, wo war denn... Das waren ja eigentlich... Da bin ich falsch. Da kam schon ein Nein von der Seite. Es gab hier irgendwo so einen Bereich, da sind 6 Ratten oder so. Hier, genau, das ist der Bereich. Ich mach das jetzt mal einmal hier vor. Na, ihr seht ja, wie viele Ratten hier sind. Es gibt ja auch noch ein paar mehr hier. Irgendwo in der Kiste versteckt sich auch noch eine. Vorne drin. Komm raus. Aua. Ja, und im besten Fall kriegt man von diesen Ratten, die hier so rumhängen, Menschlichkeit. Da unten sind auch noch welche. Also ich werde dann einfach abseits von der Aufnahme hier wirklich ein paar Mal durchrennen, alles killen. Guck einfach, wie viel Menschlichkeit am Ende dabei rumkommt. Das ist eine ganz gute Methode, um halt, sag mal, Menschlichkeit zu bekommen. Ist ja nicht wahr. Das haben die mich vergiftet, die Schweine. Macht aber nichts, weil ich gehe dann einfach zurück zum Leuchtfeuer. Macht ja auch nichts. Das müssen wir ja eh machen, sonst kommen die ja nicht wieder. So, einmal gehen wir hoch. Ich den Weg ja auch noch mir merke. Und da sind wir schon... wieder da. Das ist doch klasse. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt einen kleinen Cut. Farme ein bisschen Menschlichkeit. Mal kurz schauen, wie viel wir jetzt haben. Ich glaube 5. Ups. Falsche Taste. Sollte man öfter drücken. Ach, da oben. 5-mal einfache Menschlichkeit. Ja, ich farme einfach mal ein bisschen drauf los und dann sehen wir uns später wieder und dann geht's zu Killak. Ich bin gespannt. Also dann, bis später. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich bin jetzt auch schon wieder zurückgelaufen und ihr glaubt gar nicht, wie lange das hier gedauert hat. Ich habe insgesamt, ach, keine Ahnung, über 15 Menschlichkeit gefarmt. Das hat sehr lange gedauert und wenn ihr mal oben links hinschaut, 10 habe ich quasi gerade aktiviert. Das musste ich machen. Ich wusste nämlich nicht, dass es so eine Beutewahrscheinlichkeit gibt und durch die Menschlichkeit kann man die erhöhen. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar, Moment, genau, wenn wir jetzt mal rechts schauen, das 5. Beutehäufigkeit heißt das. Genau, die liegt jetzt bei 210, standardmäßig lag die bei mir bei 100, wenn man keine extra Menschlichkeit aktiviert hat. Und damit ich hier nicht noch 3 Stunden mit dem Menschlichkeit-Farmen verbringe, habe ich die dafür ausgegeben. Da hat Mario mir den Tipp gegeben. Auf jeden Fall war das wieder spannend. Ich bin tatsächlich 2-mal gestorben zwischendurch. Das erste Mal direkt am Ende der letzten Aufnahme, also beziehungsweise bevor ich den Cut gemacht habe, denn ich war vergiftet und lag dann tot neben dem Lagerfeuer, aber ist ja nicht schlimm. Und danach dann nochmal, ich weiß gar nicht, ich bin runtergefallen, gerade eben auf dem Rückweg. Aber ich habe alles wieder zurückbekommen, von daher ist alles super. Ja, ich habe auch zwischendurch den Ring angelegt. Ich habe ja hier doch so einen Ring gefunden, da ist er unten rechts. Der Ring, Schutzring der Gunst. Huch, nein, ich will ihn nicht ablegen, um Gottes Willen. Der erhöht Trefferpunkte und Ausdauer. Wenn man ihn ablegt, dann geht er aber kaputt.
Gut. Jetzt sind wir schon mal hier und ich kehre mal die Aushöhlung um, denn wir wollen ja nochmal zu Killak und diesmal nicht alleine. So, einmal Ditte. Und entfachen. Und dann kommt nämlich gleich die gute Mildred. So müsste sie zumindest heißen. Und die hilft uns bei Killak. Das habe ich ja damals schon gesagt. Es wäre cool, wenn die kommt, aber da hatten wir keine Menschlichkeit. So, jetzt ist sie nicht da. Ich glaube, die kommt erst, wenn wir bei Killak sind. Jetzt muss ich natürlich nochmal überlegen, wie wir zu Killak kommen. Ich glaube, links lang war das. Mario schüttelt den Kopf. Es war nicht links lang. Dann ist es rechts. Nee, gerade rüber. Gott, ich weiß es nicht. Hier hinten hoch. Sag mir doch einfach, wo anstatt... Rechts lang. Doch, rechts lang. Mann, ey, sagt er. Na, weißt du, wie lange das her ist? Ewigkeiten, dass ich bei Killak war. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie der Kampf wird. Das sage ich euch. Invasion des Finstergeistes. Wilde Mildred. Die kommt jetzt. Die weist mir bestimmt den Weg, oder? Nein, das macht sie nicht. Okay. Ich muss zurück. Großartig, da ist sie. Sie arbeitet jetzt für mich. Ich bin schon wieder vergiftet, aber das... muss ich sie bekämpfen? Oh Gott, ich muss Mildred bekämpfen. Na, das ist ja schön. Mildred, komm mal her. Wir reden hier im Tunnel mal miteinander. Gucken, was sie kann. Wahrscheinlich zu viel. Übrigens war ich auch mein Schwert reparieren, denn das ist tatsächlich beim Farm kaputt gegangen. Alter, Mildred, was ist denn los? Das klaut mir ja die komplette Ausdauer. Wollen wir mal angucken, was die hier macht. Da kommen ja gleich Insekten. Aua. Aua, aua, aua. Nicht schön. Bloß was trinken, weg da. Na, schade. Sag mal, ist noch was oder was? Ach du Scheiße. Das gefällt mir nicht. Weg da. Oh, oh. Ist halt auch ein bisschen scheiße, dass wir gerade noch vergiftet sind und da auch noch dieses hässliche Insekt kommt. Komm, Mildred. Okay, Mildred haben wir im Kasten. Und jetzt ist er hoffentlich gut drauf. Finstergeist wilde Mildred wurde besiegt. Verbleibende Energie. Okay. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt nochmal raste. Ist sie dann weg oder bleibt die da? Dann raste ich jetzt mal. Na? Mildred? Super. Und dann aktiviere ich die gute Mal und ich hoffe, dass sie mir jetzt den Weg zu Killak zeigt. Nein, sie zeigt mir einfach nicht den Weg. Das ist so unverschämt. Was kommt denn hier bei Umschalten eigentlich? Gegenstand nehmen? So, ja damit. Nein. Oh. Nach egal, wir brauchen nur neun. So. Gegenstand genommen. Und, dreimal Menschlichkeit. Geil. Okay. Und Schlachtermesser. So. Machen wir uns mit 9 Flakons auf oder heile ich jetzt nochmal für den Fall der Fälle? Ich level jetzt, meinte Mario. Oh, wir haben 13.555 Seelen. Ich habe zwischendurch noch 2 Level hier in Beweglichkeit gegeben und gebe jetzt noch ein drittes rein. Ach ja, was ich noch gemacht habe. Ich habe den einen Händler umgelegt, der relativ am Anfang war, damit ich dieses Uchigatana bekomme. Denn ich werde ja nicht immer mit dem Drachenschwert hier kämpfen. So, okay. Aber ich muss immer noch rechts lang, hoffe ich. Huiuiui. Das wird spannend. Ah, weg da! Platz da! So, Killak. Ging das da lang? Muss ich da wieder hoch? Mario zeigt immer Zeichen, anstatt er einfach mal redet. Moment. Oh, oh, oh. Aua, aua. Mensch, den ersten Flakon schon, bevor wir überhaupt ankommen. Und wir sind wieder vergiftet. Kennen wir ja nicht anders. Darüber. Da sterbe ich doch, bis ich drüben bin. Aber es stimmt, ich erinnere mich an diese komischen Bobs. Naja, gut. Machen wir mal schnell hier. Renne.
gibt ja noch diesen komischen Ring, womit man im Sumpf besser laufen kann. Den habe ich aber nicht. Uiuiui. So. Ja, ist klar. Alter, Mann. Gott. Die sind mir ein bisschen zu garstig. Scheiße, bin ich hier richtig? Oh, da ist der Weg. Da ist der Weg. Oh, Kelaxsphäre. Und ab jetzt richten wir uns einfach wieder auf Dinge ein, die da kommen mögen. Ich überlege gerade, sollte ich... Ja doch, ich sollte hier nochmal meine Vergiftung heilen. Das dauert einfach so Ewigkeiten. Ich muss mir überlegen, das ist ja jetzt nur die normale... Ey, sag mal hier, irgendwas ist da los. Irgendwer scheppert. Also ich hoffe, ich nehme jetzt das Richtige hier, dieses lila Moosklumpen-Ding. Jo, sehr gut. So, ein Flakon. Naja, wir haben ja noch 8. Okay, die lassen wir mal in Ruhe. So. Und da ist das Zeichen. Jo, Mildred. Komm. Wilde Mildred. Die nehmen wir mit und die wird uns jetzt hier helfen. Wehe, wenn nicht. Sie kann im Regelfall viel mehr als Solaire. Phantom wird in Mildred gerufen. Da ist er. Bin ganz aufgeregt. Mildred, komm. Los geht's. Wir kümmern uns um Kilak. Da ist er. Und wir wissen ja, die macht so komische Lava-Dinger auf dem Boden. Und ich würde gern, dass Mildred mal anfängt, da irgendwie raufzuhauen. Aber Mildred, warum chillst du da oben? Mildred? Mildred! Was ist los mit dir? Kommst du jetzt mal mit? Gott! So, dann können wir... Oh. Ich hab schon gedacht, dass sie da oben irgendwie festbackt. Das war ein bisschen komisch. Komm, ich will auch mal raufhauen. Guckt mal, wie das runtergeht hier. Kann man hier einen dicken Schlag machen? So. Ui, ui, ui. Eieieiei. Mildred, du kannst das schon machen, ne? Komm, Mildred. Na, ist ein bisschen flott hier unterwegs. Ui, 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 ui. Mildred, tank mal ein bisschen. Ich hau auch extra nicht auf. Und nur so ein bisschen. Aua. Oh, das tut aber weh. Wir müssen da mal kurz weg. Oh, scheiße. Ich hoffe, wir stehen jetzt nicht richtig kacke. Wo sind wir? Alter. Was sag ich denn dazu? Mario sagt schon, ich hab Glück. Ich würd's fast schon können. War natürlich ein Spaß. Trotzdem, wir haben Kelaq umgelegt. Und wir haben die Seele der Hexentochter Kelaq bekommen. Na, das ist ja geil. Das ging jetzt ja wirklich einfacher als gedacht. Doppelmenschlichkeit haben wir bekommen und 20.000 dicke Seelen. Krass. Da war der Kampf jetzt aber einfacher als gedacht, ne? Aber mit Mildred ist das halt auch eine ganz andere Geschichte. Huh! Mann, Mann, Mann. Gehen wir mal weiter. Mildred ist jetzt leider abgehauen. Ich hätte gern noch mit ihr gequatscht. Man ist so ein bisschen einsam hier. Deswegen. Aber gut. Ah, was ist denn hier noch los? Hier ist die Glocke. Die zweite. Die läuten wir jetzt mal. Ist das nicht schön? Wer auch immer das ist. Na,
öffnet sich das Tor und ich glaube, es ist das Tor, wo der eine NPC die ganze Zeit rumsitzt. Aber wer ist der Riese? Oh, wir haben Heimkehrknochen bekommen und ich habe eine Errungenschaft, Glockenläuten. Sehr cool. Mann, da haben wir jetzt ja doch mal was geschafft. So, wo geht's denn jetzt hier verschreckt weiter? Geht's da runter? Ich traue mich da jetzt nicht runter zu springen. Ah, hier sind Treppen. Und hier ein Fahrstuhl oder was? Nee, hä? Wer weiß, wo wir jetzt landen hier? Ich hoffe, es gibt bald in der Nähe ein Leuchtfeuer. Da ist es. Ach, wie schön. Dämonenruinen, na Glückwunsch. Leuchtfeuer wurde entzündet. Wir können es auch gleich mal entfachen. Wir wollen ja so viele Flakons wie möglich immer am Start haben. Sehr schön. Gleich mal 10. Verlassen. Ah, und wir können auch aufsteigen. Wir können aufsteigen. Schmeißen wir gleich mal die Seelen raus. Ja, und ich bin wieder überfordert, weil ich nicht weiß, was Sinn macht. Also Intelligenz auf keinen Fall. Wir zaubern jetzt ja gerade nicht. Resistenzen glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, einfach zig Punkte noch in Beweglichkeit reinzuwerfen. Was sagt der Profi? Sprich dich aus. Natürlich, sagt er. Natürlich, dann hauen wir doch hier gleich mal ordentlich was durch. Ich will Schaden machen. Und Schaden kommt hier durch Beweglichkeit bei den meisten Bossen. So, die Viecher rabbeln wir jetzt hier mal nicht an. Ich bin falsch. Warum? Warum? Will ich da nicht lang? Wollte ich das? Ach so, dann bin ich ja also falsch. Aber man könnte rein theoretisch doch auch hier lang. Da muss ich den Mario nochmal, ja. Ich möchte nicht den nächsten Boss machen. Ich möchte wirklich woanders hin. Das habe ich vorher schon gesagt. Ich wusste nicht, dass ich hier nicht langkomme. Ja, Sens Festung ist dann das nächste Ziel. Heißt also, wir müssen zurück zum Schmied. Gott, gibt es hier eine Abkürzung? Ich hoffe. Es gibt keine Abkürzung. Mario schüttelt mal wieder den Kopf. Es ist einfach traurig. Gibt es hier wenigstens einen Schalter für den Fahrstuhl? Ach, ihr Lieben. Ja. Nur am Rumlaufen hier heute. Und Mario ist nur am Kopfschütteln. Oh, egal, wir genießen hier die Aussicht. Macht ja nichts. Wir kommen schon noch früh genug in die Dämonenruinen. Da hat aber Kelak ein hübsches Zuhause gehabt hier, ne? Ganzen Eier da an der Decke. Alles schön eingewoben. Dann hoffe ich doch mal, dass ich jetzt unbeschadet ankomme. Das wäre ja schon mal ganz cool. Diese komischen Viecher hier, ey. Denen ging es auch schon irgendwann mal deutlich besser. Falls ihr den Film Uzumaki kennt, dann habt ihr vielleicht ja auch eine Erinnerung an manche Dinge, die da so passiert sind. Da erinnern die mich total dran. So, Mensch. Okay, sind wir wieder hier. Ich hätte natürlich auch einen Heimkehr... Nee, hätte ich nicht machen können. Kein Heimkehrknochen. Ich habe ja das neue Lagerfeuer angefasst. Das ist ja natürlich blöd jetzt. Ach, naja. So, wir rennen und rennen. Ja, ja, vergiftet. Wir können mal kurz einsammeln, was da noch rumliegt. Wenn wir eh schon hier sind. Aua. So, eine große Scherbe. Da ist ja großartig. Die nehmen wir doch mit. Da scheppert's ordentlich hinter uns. So. Ich gehe noch mal kurz zum anderen Leuchtfeuer. Ich meine, ich hoffe, dass ich eigentlich nicht sterbe auf dem Weg nach oben, aber lieber hier, anstatt noch mal in den Dämonenruinen. Denn da wollen wir ja eh nicht hin. Aber wenigstens haben wir da schon mal das Leuchtfeuer entfacht. Das ist ja auch schon mal was. Sparen wir uns dann später, wenn wir wieder da sind.
Okay, sehr schön. Dann geht's wieder nach oben. Ey, 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 ey. Ich kann auch diesmal ein bisschen was liegen lassen. Wir müssen gar nicht alles wegkillen hier. Es sei denn, die Viecher hängen uns immer im Weg. So, schnell nach oben. Ich kenne den Weg ja jetzt mittlerweile sehr gut. Einmal hoch. So. Ja, ich bin auf Senns Festung wirklich sehr gespannt. Ich kenne das Gebiet noch nicht. Ich glaube auch, wir waren da nicht in dem Stream damals. So weit sind wir gar nicht gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder selbst wenn, dann habe ich es aber nicht gespielt, sondern Mario. Ja. Immer wieder was Neues. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Stirb einfach, danke. Gut ist es. Immer visiert man immer die blöden Insekten mit an. Oh, ich muss mich mal heilen. Sehe ich gerade. Haben wir es gleich geschafft. Also jetzt immer diese drei dicken Typen. Ich renne aber einfach dran vorbei. Wie gesagt, wir müssen uns nicht mit jedem hier rumplagen. Die können da Randale machen, wie sie wollen. Wir wollen hier nur raus. Einfach nur raus. Wieder im Drachental. Kennen wir ja schon, waren wir beim letzten Mal auch. Ist halt mal ein kleiner Spaziergang hier. So, der Fahrstuhl ist da. Perfekt. Unsere Vergiftung ist auch gleich weg. Noch besser, aber wir sind eh gleich am anderen Leuchtfeuer. Und das passt dann ja auch. Feuerbandschrein, sehr schön. War ja gar nicht schwer. Aber ich bin tatsächlich ja sehr angetan davon, wie einfach doch so ein Kampf mit Mildred gegen Kellack läuft. Muss man eigentlich nichts machen. Eigentlich macht Mildred alles. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht irgendwie auf einmal in der Lava steht. So, jetzt hier lang. Das kennen wir ja noch. Mario sagt Nein und mir fällt auch ein, warum Mario gerade mit einem Kopfschüttel Nein sagt, weil ich jedes Mal den falschen Weg gehen will. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht merken kann. Wir müssen natürlich hier lang, ne? Also, war ja klar. Wir müssen nämlich zum Fahrstuhl. Und dann sind wir auch gleich am Start. Und ich finde das immer wieder schön, hier so menschlich rumzulaufen. So, da sind wir. Jetzt mal rüber. Komische Typen hier, die hier normalerweise rumstehen, lassen wir auch mal in Ruhe. Und ich nutze hier gleich nochmal das andere Leuchtfeuer. Hier ist nämlich noch eins. Sehr schön.
Und die sind richtig. Ich hätte mich fast nicht verlaufen. Aber nur fast. Ich werde halt immer echt den umständlichen Weg gehen. Ich vergesse einfach, wo die Abkürzungen waren. So, unser Kumpel hier ist übrigens weg. Der mit dem lustigen Hut. Und jetzt muss ich gucken. Sens Festung. Das hier vorne sind übrigens Steinplatten. Das ist, glaube ich, eine Falle. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich würde gerne mal rauftreten, aber vielleicht auch lieber nicht. Ach Gott. Ja. Hallo. Yo. Gleich neue Freunde gefunden. Und noch irgendwer, der da mal richtig heftig was abschießt. Die Falle. Meinte Mario gerade. Ja, kommt. Aua, aua, aua. Na, das ist ja hier richtig schön mit denen. Mal kurz ein bisschen recken hier. Also zwei finde ich auch irgendwie einer zu viel. Aua! Was ist denn los? Kinder! Das gefällt mir nicht. Mal kurz was trinken. Okay, der schlägt zweimal zu und dann hat er seine Zunge draußen. Das bringt natürlich nichts. Einmal. Na komm nochmal! Denk zweimal! Na, oder so. Oh. Wow, wow. Wie wir wieder nichts treffen. Oh, unser armes Schwert, ey. Ich sehe schon wieder, dass das bald kaputt ist. Ach, Gemach, Gemach. Au, boah, Alter, das war ja eine Klatsche. Ja, komm. Der beißt sogar. Wie frech. Der... Okay. Okay. Also, die nächste Herausforderung ist überhaupt mal, diese blöden Echsen kaputt zu bekommen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann sammle ich auch meine Seelen ein und diese 5000 Menschlichkeit, die da noch mit drin hängt. Ach Mensch, guck mal ja. Da ist es. Das sammeln wir auf jeden Fall beim nächsten Mal dann ein. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode.